Hallo und herzlich willkommen hier am LS22 im Multiplayer auf der Can Crossing. Ja, wir werden uns heute hier ein bisschen damit beschäftigen, dass wir unsere Plantagen hier so ein bisschen angeschlossen kriegen. Ich habe jetzt ja gerade mal so ein bisschen vermessen, dass wir, ja, leider ist das ja nicht eine Linie, der Wassertank und hier vorne die Trigger. Müssen wir wahrscheinlich hier zweimal anfahren, so ein bisschen über Kreuz, wird fast nicht anders gehen, ne? Bin jetzt dann überlegen, also wir werden bloß einen Abladetrigger hier Richtung Schüttgut machen. Ob wir diese Schüttgut alle selber dann mal hier anliefern oder ob wir die dann alle in einen Ordner packen. Weil theoretisch wäre es ja, ja egal in dem Sinne, was wir ja herliefern wollen. Ne? Müsste mal einen Ordner für die Obstplantagen machen. Ne? Weil dann könnte man, es wäre es egal, ob wir Herbizid bringen, ob wir Kalk bringen, Dünger bringen, das könnte man dann schon machen, ne? Weil die Wasserpunkte kommen eh im Wassertrigger. Ich werde ja noch ein Stück vorfahren, denke ich mal. Ja, genau. Weil die kommen eh im Wassertrigger. Von daher müssen wir es schauen. Jetzt bin ich auch am Legen, wie wir das Ganze benennen. Aber ich denke mal, wir werden das beibehalten. Also es wird, ja, ich werde es Obst nennen, einfach nur, ne? Ich glaube schon, dass wir das Ganze Obst nennen. Und dann am besten so rum und dann. Aber die, also die englische Variante und Anlieferung. Genau, so rum werden wir das machen. So, dann werden wir hier einfach wegfahren. Das kreuzt sich hier ein bisschen. Ich hoffe mal nicht, dass wir zu viel Fahrbetrieb hier haben. Dass wir da Probleme kriegen. Wie gesagt, fürs Wasser müssen wir dann eh weiter gucken, dass wir weiter vorne ansetzen. Hier ist eben auch die Frage, wo wir hier abzweigen. Ne? Nicht, dass er uns dann hier das Teil über den Haufen fährt. Aber da könnten wir ruhig hier von hier aus rüber schwenken schon. Und das Ganze natürlich als Nebenstrecke. Er wird hier entsprechend abbremsen, weil er ja schon einen Trigger erkennt. Da müssen wir ja keine Punkte rausnehmen. So, hier ist natürlich dann schon etwas schwieriger, weil wir nicht mehr vorne so viel Anfahrplatz haben, ne? Wir werden das mal hier versuchen, genauso zu machen. Probieren wir dann aus, ob es funktioniert. Das müssen wir uns dann angucken. Wir haben mal hier hinten. Na komm her. Das hatte ich als Punkt genommen. Jetzt setzt noch ein. Genau, bis hier hin werden wir fahren. So, und das wird dann Obst minus Birne. Und dann Anlieferung. Ist natürlich. Ja, müssen wir anders machen. Müssen wir nochmal umbenennen, weil das ist jetzt nicht ganz richtig, was wir machen. Wir haben ja die Plantagen entsprechend. Das ist ja Obst 02 oder Plantage 02. Das sollte man eigentlich, damit es das hintereinander wegsortiert. Wobei er aber dann hier. Ja, müsst ihr mal schauen, ob das so funktioniert. Müssten wir dann auch Obst 02 nennen, ne? Na, weil da muss ich mal hier noch. Das Leerzeichen rausmachen, wenn dann so rum.
Ja, und hier müssten wir uns eigentlich dann noch einen Punkt dazwischen machen, dass er dann wirklich von 1 zu 2 fahren könnte. Weil die Plantagen nicht, sind nicht zu 100% ausgerichtet, ne? Die sind frei platziert. Schon geguckt, dass wir da so einigermaßen in der Flucht sind, aber die müssen nicht 100%ig in der Flucht sein. Das ist verbunden, das passt. Da sehen wir schon, die steht ein Stück weiter hinten. So ist eingerichtet. Da müssen wir ein bisschen variieren dann hier sozusagen. So, das wird dann Obst minus 03. 03 war Pflaume, ne? Hier müssen wir ein Stück rausfahren. Hier brauchen wir noch einen Triggerpunkt. Triggerpunkt in Streckenpunkt. Das hat keinen mehr gesetzt. Dann setzen wir mal hier noch einen dazwischen. Beziehungsweise brauchen wir ja gleich zwei. Und der nächste abzweigen wollen, ne? Ein bisschen ausrichten. Tja, Anfahrpunkte, um hier Ware abzuholen. Also Ware, wenn es natürlich hier die Ware automatisch auslagert, die Kisten, wenn die voll sind, dann haben wir natürlich ein richtiges Problem. Also so wie bei den anderen Plantagen. Beziehungsweise sollte ich ja erst noch mal gucken. Da habe ich überhaupt nicht geguckt. Ja, doch, einlagern. Steht alles auf einlagern. Wir können es vorsichtshalber hier mal durchtickern. Wenn natürlich automatisch die Kisten auslagern tut, dann haben wir ja ein richtiges Problem. Also ich wäre nicht versuchen, hier die Produktion rückwärts anzufahren. Ne? Wenn man es von der anderen Seite machen würde, könnte man... Da kommt man auch nicht drüber. Ich muss ja hier ungefähr hin, um die Sachen zu bringen. Das, ja, keine Ahnung, kann ich jetzt absolut noch nicht sagen, wie das wird. Das müssen wir dann im Spiel gucken, wie es dann weiter vorwärts geht. Wo es da uns was hintut oder wie und was. Das. Hier stehen wir noch ein Stück zurück. Genauso das mit dem Wasser, das wird sich hier überschneiden. Ich weiß auch nicht, wie ich es machen soll sonst. Meine, wir könnten jetzt hergehen und könnten sagen, der Wasser-LKW fährt uns auch hier, nimmt das, nutzt das hier mit als Einfahrt. Weil, wie gesagt, das ist nicht eine Linie. Wenn ich jetzt auf der Linie weiterfahren würde, hier, da komme ich hier nicht vorbei. Ne? Und er nutzt dann bloß halt hier den Abzweig und fährt hier dran lang. Ne? Den müssen wir richtig knapp hier vorbeifahren lassen. Dann würde er aber die Einfahrt nicht mehr schaffen zum nächsten dann. Ne? Da würde er immer eine Runde drehen. Das steht auch fest. Dann würde er definitiv die Einfahrt nicht zum nächsten schaffen. Dann werden wir das, so wie wir das jetzt hier machen, für Schüttgut, werden wir für den Wasser genauso machen müssen. So, die steht hier auch ein Stück weiter. Das passt so. Oder? Genau. Zwei aus der Kante raus, das ist so richtig.
Achso, jetzt haben wir einen Punkt vergessen, ne? Mal zurück hier. Das ist dann Kirsche. War das nächste, glaube ich, oder? Ja, klar. Obst. Also war das jetzt 3, 4, ne? Minus, ach nicht 7, minus 0, 4. Kirsche. Dann machen wir ja die fünfte, die Trüme sind noch nicht umbenannt. Können wir dann vielleicht auch noch machen. Und dann kümmern wir uns mal um den Wassertrigger, Wasserfahrer. So, dass wir sehen, ob er dann Wasser mit hier anliefert. Beziehungsweise müssen wir erstmal in anderen Produktionen noch ein bisschen gucken. Setzen wir doch mal noch einen Punkt hier hin. So, Obst 05. Boah, nach der Kirsche. Aber wir waren Orange, ne? Orange, Anlieferung. Der Punkt reicht ja. Dann haben wir auch die Lücken hier hinten sind dann größer zwischen den Produktionen. Ne? Ja gut, ist so jetzt nicht zu ändern. So, da gucken wir mal, dass wir dasselbe nochmal fürs Wasser machen. Also gehen ja nur 20.000, Anführungsstrichen nur 20.000 Liter Wasser rein. Wenn wir jetzt hier vorne einfach den Trigger abzweigen und am Wasser, also hier auf der einen Zufahrt abzweigen und hier lang über den Wassertrigger fahren, dann schaffen wir das nicht in die Einfahrt hier zu fahren. Oder wir machen ihn einfach und verbinden ihn hier hin. Dann könnte er über die Nebenstrecke auch zum Ziel kommen oder er fährt dann da vorne weg. Das könnte man natürlich auch machen. So, hier müssen wir jetzt auch mal gucken, wie wir unsere Linie ausrichten, so dass der uns nicht hängen bleibt. 1, 2, 3, 4, 5, würde ich sagen, müssen wir mindestens weggehen, oder? Genau, und dann kann der hier vorbeifahren. Den müssen wir uns dann nochmal herorganisieren und gucken, ob wir das überhaupt schaffen in der Folge alles hier. Gut, das wird jetzt Obst 01.
Apfel, Wasser. Ui, Aufnahme ausmachen, oder? Ja. So, durch. 5. Birne, Wasser, eins, zwei, drei, vier, fünf. Da ist es oder so fast, würde ich sagen, großer Mist, was wir ja machen. Aber ui, das ist aber dann weit. Obst 03. Wasser. Und ich sage, wir haben hier ein bisschen sportlich weit hinten angefangen, oder? Das wird jetzt hier. Vier war dann Börsche. Dann müssen wir bloß noch einen fünften machen. Pflaume, Kirsche, Orange. Halt. So, hier können wir natürlich hier auf die Wendeschleife fahren.
Dann müssen wir jetzt bloß noch die Verbindung alle herstellen. So, hier zweigen wir von hier aus ab. Machen wir hier mal noch einen Punkt dazwischen. Sie haben den so weit vorne hingesetzt, hat aber. Das werden wir dann mal versuchen zu testen, ob das der Wasserfahrer einen Griff kriegt hier. Hier ist eben auch ein bisschen. Naja, gucken wir mal, ob das hier so funktioniert. Das noch eine Linie wegzumachen, ich weiß nicht. Kann natürlich auch sein, er bleibt ja gnadenlos hängen, aber ich hoffe mal nicht. So, das haben wir, das haben wir. Ganz schöner Schlenker drin dort, aber gut. Das müssen wir gucken, ob das geht. Ich weiß gar nicht, wo der jetzt sein könnte, der Wasserfahrer. So, das ist erstmal so passend oder zusammen oder verbunden. Wir werden bloß noch mal eins schnell machen, gucken nicht, dass wir eins vergessen haben. Wie gesagt, das ist erstmal Seite 1. Ne? Seite 2 muss dann auch noch gemacht werden hier drüben. Halt so rum. Dahin will ich. Hier vorne passt irgendwas nicht. Mal gucken. Oder Zufahrt her, irgendwas. Oder wahrscheinlich blaue Linie und grüne Linie, ne? Oder? Kann das sowas sein? Ne, dort ist irgendein Punkt nicht richtig. Was ist das? Ah, sag ich doch, blaue und grüne. Weil verbunden sind sie, aber hier muss noch ein Stück. Hier muss noch ein Punkt dazwischen. Das hier muss noch blau. Und dann gibt er sich ja auch zufrieden, dass er das versteht. Kurz wieder Haken rein. So, dann ist der Bildpunkt, also der angeblich nicht funktionierende Punkt weg. Können wir wieder rausmachen. Suchen wir uns mal den Wasserfahrer. Hier die Sucherei wieder los, ne? Oh ne, fährt er jetzt hier drüben runter? Ne, das ist Trecker, oder? Ach, der mit den Hackschnitzeln steht auch hier. Aber haben wir den nicht ja schon mal anliefern lassen? Kriegt er die selbstständig abgeladen? So, mal kurz hier umschalten auf Abholen, Abliefern.
Dann natürlich hier oben auf Silo. Weil ich wollte mir das vor Ort angucken. Ich weiß nicht, ob das hier funktioniert. Eine Silo-Abholung und hier unten müssen wir natürlich dann die Zucker einfragen. Ich weiß nicht, ob ihr das erkennt, aber da schafft das Rohr auszuklappen, dass sie hier entsprechend abliefert. Also das Rohr macht er schon mal. Aber genau, wenn ein Trigger kommt, der nicht zurecht. Gut, das muss ich mir dann noch angucken. Dann müssen wir ja noch eine zweite Linie daneben lang fahren. Dann müssen wir erstmal hier stehen lassen. Wir suchen erstmal den Wasser-LKW wieder. Der kam doch gar nicht so weit hinten, oder? Wenn wir die durchtappen. Also mit einem Dumper kann er sich aktuell nicht blockieren, den der steht hier an der Tankstelle. Da müssen wir uns auch dann drum kümmern. Wo ist denn das Wasserfahrzeug? Ach. Das schafft man natürlich heute nicht mehr in der Folge, oder? Achso, die sind ja auch noch gar nicht in den Ordner drin. Es steht natürlich wieder voll die Gefahr, dass ich die zwischendurch fallen lasse, ne? Wasser. L2 ist Birne. 01 ist Apfel. Fährt natürlich hin, aber ja. Wie lange braucht er bis hin? Ach, nicht hier nochmal wenden. Ach, was habe ich denn wieder gemacht? Produktion, Gewächshaus. Wasserladen. Ja, ist klar, Wasser. Und da soll er mal hinfahren. Fährt er dorthin? Ja. Aber wir brauchen 6 Minuten. Das schaffen wir leider heute nicht mehr in der Folge hier. Also werden wir uns dann in der nächsten Folge mal angucken müssen, ob das funktioniert hat oder ja. Oder ob es nicht funktioniert hat. So, wir brauchen hier jetzt erstmal, dass wir das vielleicht nochmal erledigen. Das Vinegar nur mal auf ausliefern, auf auslagern. Und dann gucken wir mal, ob er das lädt. Wenn hier eine Palette rauskommt, irgendwo. Jo, das geht erstmal. Können wir erstmal hier so stehen lassen. Die eine kriegt man dann auch noch rein.
So, die Platten. Jetzt haben wir noch... Na gut, fahren wir erstmal ins Zentrallager hier weg. Dann kommen wir dann nochmal her. Der Bohrer Logistik ist noch eingestellt, schicken wir ihn erstmal hin. Ja, wir werden dann in der nächsten Folge gucken, ob das funktioniert mit unserem Wassertrigger. Ups, den nichts mehr. Und ich sage erstmal vielen, vielen Dank fürs Einschalten. Nächste Folge natürlich dann hier am Freitag. 9 Uhr, wie gewohnt. Also in diesem Sinne, bis dahin. Tschüss.